wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, ich würde nichts anders machen, verkündet Eminem. Naja, vielleicht würde er ja doch darauf verzichten, von der 8 auf die 10 zu plumpsen. Genau das macht er mit Without Me. Gute Nachrichten aus dem Nickelback-Lager. Die Live-DVD steht kurz vor der Vollendung. Was derzeit in der Hitlist UK passiert, ist hingegen nicht ganz so dolle. Chad Kroeger segelt mit Hero von der 7 auf die 9. Mit seinem Album Nellyville ist Nelly in den britischen LP-Charts der Durchmarsch von der 0 auf die 2 gelungen. Für die dazugehörige Single läuft indes nicht gar so prächtig. Hot in Here segelt von der 5 auf die 8. Mit 4 bin ich fast in den Fernseher reingekrochen, so sehr wollte ich ein Star sein, giggelt Christina Milian. Mittlerweile dürfte sie so etwa am Ziel ihrer Wünsche sein, auch wenn When You Look At Me von der 6 auf die 7 fällt. Am 2. September bringen The Calling mit Adrian ihre zweite Single an den Start. Mal gucken, wo Wherever You Will Go bis dahin gelandet ist. Diese Woche geht schon mal abwärts von der 3 auf die 6. Oh, 1997 landeten The Prodigy Smack My Bitch Up in den Charts und brachten seitdem keine einzige Single mehr raus. Jetzt wagen sie mit Baby's Got a Temper einen Neustart und holen sich auf Anhieb Platz 5. In den nächsten Wochen suchen Scooter unter anderem die Slowakei, die Schweiz und Österreich heim. Großbritannien erholt sich unterdessen vom Scooter-Schock. The Logical Song schleicht sich von der 2 auf die 4. J.Lo will ihren nächsten Film unbedingt zusammen mit Marc Anthony drehen. Dass sie auch ohne Promi-Hilfe noch in der Lage ist, Großes zu leisten, beweist sie in der Hitlist UK. I'm Gonna Be Alright düst von der 0 auf die 3. Der höchste New Entry dieser Woche geht auf das Konto der Red Hot Chili Peppers. By the way, ist der größte Erfolg, den sie jemals auf der Insel hatten und stürzt sich ratzfatz von der 0 auf die 2. Ich mach's kurz. Elvis und JXL stehen zum 4. und letzten Mal an der Spitze der Hitlist UK. Und das weiß ich deswegen jetzt schon, weil das Label RCA ihre Single im UK mit sofortiger Wirkung aus dem Verkehr gezogen hat. Der Grund ist, dem Sprung von Gareth Gates an die Spitze der Hitlist UK soll nächste Woche gar nichts im Wege stehen. Gareth ist nämlich, haben wir uns gedacht, zufällig auch bei der RCA. Ist schon heftig, oder? Ob die Rechnung aufgeht, erfahrt ihr in einer Woche. A Little Less Conversation hält die 1. Ich verabschiede mich und wünsche euch noch eine wunderschöne Restwoche. Bis bald. Tschüss.